Weisheiten mit Plankton. Was ist das? Manchmal habe ich so einen Moment, wo ich mit jemandem verabredet bin. Vielleicht ist es ein Termin, zu dem ich zugesagt habe und jetzt irgendwo hin muss. Oder einfach ein Mensch, den ich eine Weile nicht mehr gesehen habe. Und dann stelle ich mir einen imaginären roten Button vor. Denn oft bin ich mir selbst nicht ganz sicher, ob ich auf diese Verabredung überhaupt Bock habe. Oder habe ich eigentlich keinen Bock und möchte einfach nur nicht so kurzfristig absagen. Ich stelle mir diesen roten Button vor, der die Funktion erfüllt, dass, wenn ich auf ihn draufdrücken würde, meine Verabredung konsequenzfrei verpuffen würde. Ich könnte dann einfach weiter zu Hause sitzen und ein Video schneiden. Ist vielleicht ein bisschen albern, aber ich habe mir diesen roten Button mal ausgedacht, um mir selbst sicher zu sein, ob ich auf manche Dinge auch wirklich Lust habe oder sie aus irgendwelchen anderen Gründen tue. Und das Verlangen, diesen Button auch zu drücken, ist bei mir wahnsinnig oft. Was ich aber im Zuge dessen auch gelernt habe, ist, dass in 80% der Fälle, wo ich diesen Button lieber gedrückt hätte, ich im Nachhinein dann ganz froh war, ihn nicht gedrückt zu haben. Ich meine, hätte ja sowieso nicht geklappt, ist ein imaginärer Button, aber ich war dann halt im Nachhinein immer froh, dass ich diese Sache auch gemacht habe.